Hallöchen Leute, wir sind wieder zurück bei The Witcher 3, Wild Hunt, im New Game Plus Modus. Und ja, im letzten Part hatte ich eigentlich angefangen, ein paar Hexerschemata zu sammeln, um so unsere Rüstung und unsere Schwerter mal ein bisschen zu verbessern. Aber ja, währenddessen sind wir doch in die Philipp Einhardt Quest gestolpert, weil wir sie ja ursprünglich finden sollten. Und ja, wir haben also tatsächlich noch ein paar Schatzsuchen gefunden zwischendurch, die wir auch noch machen können. Passen so ganz gellige, aber einige, wie man hier sieht, sind noch in Novigrad. Aber die werden wir dann nach und nach machen. Ich hoffe, da sind noch einige gute Rüstungen dabei, aber ich glaube, die meisten sind unter unserem eigentlichen Level. So, ich glaube, wir sollen jetzt das Versteck untersuchen. Dann machen wir das doch direkt mal. Hier kommt der Kristall hin. Gut. Und jetzt aktivieren. Wie wir schon im letzten Part gesehen haben, mit ich glaube, Art und Axi, Art und, Igni kann man das aktivieren. Einfach mit so ein paar Hexerzeichen, weil die so ein bisschen Energie haben. Und wieder ein paar Necker. Hier sah gerade voll badass aus. Das würde ich gerne fürs Thumbnail nutzen. Labor gewesen sein. Was ist das hier? Wo ist das Portal, durch das wir kamen? Ah, hier drüben. Noch ein inaktives Portal. Der Kraftspeicher fehlt. Vielleicht haben die Necker ihn geholt. Das mit dem Portal ist schon eine coole Sache. Auch wenn Geralt sie hasst, aber gut. Ein Tunnel, wo er wohl hinführt. Ja, wen haben wir denn da? Noch einen der Typen. Der Kraftspeicher. Ich hab ihn. Das jetzt. Zum Glück sind die Necker nicht so stark. Alter. Das muss ich halbe Welt backen. Wo war jetzt der Kraftspeicher? Müssen wir alles einsammeln? Ah, hier. Kraftspeicher. Ja, das war einfacher als gedacht. Hier liegt auch noch einer von den Hexenjägern. So, zack. Hier hoch und nochmal. Ja, du kannst dich auch hochziehen, dankeschön. So, und weiter geht's. Die lustige Portalfahrt. Was Geralt bestimmt einen Heidenspaß macht. Doch das hinten wieder an. Ich frage mich ja, wie sich das anfühlt. Durch so ein Portal zu gehen. Na, hier sind die ganzen Leichen. Was ist hier? Noch ein Portal. Und wieder durchgehen. Ah, hier ist eine Schatztruhe. Alles klärchen. So, links war noch ein Gang. Eine Schatztruhe. Ah, okay, doch nicht. Ich dachte, da ist jetzt das Schema drin. Finde ich das eigentlich? Nur mal kurz J drücken. Welche Quest war anders? Wo ist die? Wo wird mir das auf der Map angezeigt? Okay, das war nicht das. Also wir haben irgendwas gelesen, wo drin stand, dass es doch nicht da ist. Katze. Katze? Was soll aber das gewesen sein? Und mich ist ganz doof. Ah, ne, es war das hier. Was ist das auf der Map? Müsste auch hier irgendwo sein. Ah, da wird es immer noch angezeigt. Ich glaube, wir hätten irgendwo das Symbol uns anschauen müssen. Ich hoffe, wir finden es trotzdem irgendwie. So, nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte zu den Quests. Hier. Jetzt muss doch alles seine Ordnung haben. Es ist viel zu ruhig hier. Ah, sag ich doch. Na komm her. Gut, gut, gut. Ach ja, und natürlich gibt es einen Wächter.
Alter, die Funken. Nicht gut. Sieht irgendwie sehr cool aus. Autsch. Ja, du kriegst mich nicht down. Wie wenn die Schaden der vor allem nur macht. Alter. Voll epische Kampf, ey. Ein bisschen schneller die Gesundheit auffüllen. Ja, das war wohl nichts. Laut auf meinen Kopfhörern. Und zack. Oh, so cool. Das ist echt sau cool. Jetzt müssen wir jetzt da lang oder hier lang? Ich will nichts verpassen. Ah, hier wird, glaube ich, ja, hier wird, glaube ich. Oder? Nein, doch nicht, hä? Hä? Wäre ich wieder ein bisschen durch den Wind? War hier nicht das Katzenschema? Ich habe keinen Plan. Ah, da oben ist noch eine Truhe. Oder eine Kiste. Da ist auch nicht drin. Ja, anscheinend nicht. Schade. Aber irgendwo muss es ja sein. Wir gehen einfach mal hier weiter. Bett, Tisch, Stühle. Ist zwar einfach, aber trotzdem ein Zuhause. So, da hinten können wir ein bisschen was angucken. Und hier. Ach, harte. Solche hat Philippa immer um den Hals getragen. Aber warum sind die hier voller Blut? Entweder hat sie gegen jemanden gekämpft. Oder sie hat sie für ihre Experimente benutzt. Blutverschmierte chirurgische Instrumente. Philippa hat hier operiert. Was ist das? Anis, Samen und Birkenrinde. Sehr wirksam zum Desinfizieren. Ein kaputtes Megaskop. Versenkt und voller Ruß. Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Ein Megaskop. Ah, da hinten ist ein Kristall. Versenkt und voller Ruß. Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Ein Kristall von einem Megaskop ist ziemlich angeschlagen. Triss wird wissen, was sie damit machen soll. Jetzt müssen wir auch deswegen zu Triss, alles klar. Notizen. Fast vollständig verkohlt. Ich kann nichts erkennen. Sprich mit Radio, wie ihr Radio, was du über Philippa erfahren hast. Und sprich mit Triss über den Kristall. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts weiter. Wo ist das verdammte Katzenschema? Was haben wir hier? Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. So, ich glaube, wir können wieder zurückgehen. Ich glaube, das war's soweit. Können wir direkt bei Radovid Bericht erstatten. Oder erstmal das Katzenschema suchen. Alter, die Ansicht war gerade voll crazy. Wo ist der Typ eigentlich? War der Dämon noch an der Stelle? Er ist zumindest nicht mehr hier. Oh,
dieses Portal reißen, ey. Ich glaube, Gerard gefällt es nicht wirklich. So, nochmal hier lang. Zack. Was ist eigentlich hier mit? Alter. Voll der Schrei. Ich werde die Quest mal aktivieren. So, das war's. Das müsste ja dann hier irgendwo am Eingang sein. Er das Portal und spazier. Ah. Du lebst noch? Natürlich. Was haben die erwartet? Hast du was gefunden? Das geht dich nichts an. Da irrst du dich, mein Freund. Ich diene dem König. Alles, was ihn betrifft, betrifft mich auch. Ja, ich kann es dir nur selbst sagen. Gib mir alles, was du gefunden hast. Wir werden es dem König übergeben. Du scheinst dich zu vergessen. Spar dir die Befehle für deine Männer auf. Wie du willst. Schnapp ihn! Ich will ihn lebendig. Ganz ehrlich. Oh! Ich glaube, jetzt weiß ich, wo... wo die Schatz... ist. Ganz ehrlich. Ihr bekommt für mich keine Information. Die überbringe ich schön selbst, Radovid. Haben die all diese Fesseln dabei? Er hat zwei Kronen dabei. Die werden uns sehr viel weiterbringen. Schwarze magische Puppe. Diese Fesseln wieder. Diese zwei Kronen. Und das letzte Katzenschema. Und die Notiz, die wir natürlich lesen. Wo auch wieder einfach nur drin steht. Wo wahrscheinlich nochmal neue Ausrüstungen sind. Hoch und es regnet schon wieder. Natürlich, wie immer. So, wo ist jetzt nochmal die Nebenquest? Weil ich dann gleich eigentlich nochmal zu Radovid gehen möchte. So, gibt es hier irgendwo in der Nähe ein Teleportationsschild? Ah ja, hier direkt davor. Ja, das ist sehr praktisch. Zumindest wenn wir die Quest so angefangen haben, auch zumindest teilweise zu Ende bringen können. Aber an sich möchte ich trotzdem noch die... Ist da auch Radovid? Ist hier Radovid? Ja. Dass wir danach noch ein paar Schatzsuchen weitermachen. Ich finde es immer interessant, dass wir bei einer Schatzdinge zu Ende machen, gleich direkt irgendwie 5000 neue bekommen. Dieser Regen, ey. Kann es nicht aufhören zu regnen. Ich will keinen Regen. Ich weiß, es gehört zum Spiel und es kann sehr schön sein, aber vor allem drückt es die Performance immer übelst runter. Ah. Ja, nee, das wunderschöne Schiff. Ist das Radovids Schiff? Ah ja, scheint gerade so. Zack. Schauen, ob sie uns überhaupt aufs Boot lassen. Dies ist das Schiff seiner Majestät Radovid des Fünften, König von Redanien. Nenne dein Begehr. Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhardt. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Ich werde die ganze Zeit rumzucken, wenn du keine plötzlichen Bewegungen möchtest. Hexer, hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhardt gefunden? Nein, aber ich hatte diesen Kristall. Nein, ich denke, sie ist tot. Ich weiß, dass sie versucht, sie... irgendwie zurückzugewinnen. Was sagen wir ihm jetzt? Das mit dem Kristall will ich ihm eigentlich nicht sagen, weil dem will ich gerne Trist zeigen. Ich glaube nicht, dass sie tot ist, definitiv. Deswegen würde ich irgendwie das Letzte nehmen, aber ich weiß nicht, ob sie das wirklich versucht.
Sie war nicht dort, wo eure Männer gesagt haben, aber ich habe Spuren von medizinischen Experimenten gefunden. Oh, immerhin etwas. Ich denke, dass Philippa versucht, ihr Augenlicht zurückzugewinnen. Wirklich? Leere Augenhöhlen stehen ihr aber besser. Und? Hast du Beweise? Ah, das mit dem Kristall. Verschätzen Sie uns mit dem König, oder? Ach komm, wir sagen nein. Nein, aber ihr habt mein Wort. Dein Wort. Du gibst mir dein Wort? Tut mir leid, aber Eilhard selbst hat mich gelehrt, niemandem zu trauen. Besonders nicht seinem Wort. Es ist alles gesagt. Lebe wohl. Okay, das passt damit. Ist das eigentlich gescheitert? Okay, nein, sie ist abgeschlossen. Können wir die Kristalle eigentlich immer noch Triss zeigen? Oder hätten wir den vor Triss zeigen müssen? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Vielleicht war das doch einfach alles zu vergeben. Vielleicht Spiel. Wir haben nur so viele Quests offen. Ich glaube, der Kristall... Haben wir den eigentlich im Inventar? Müsste der irgendwo sein? Ja, da. Das ist der Kristall. Man merkt, dass zum Abschließen einer Quest gebraucht wird. Ah, ich weiß mal bei solchen Situationen nicht, was richtig oder falsch ist. Es tut mir leid. So. Das nochmal. Guck dir das an. Guck's dir an. Haben wir sogar auch fast alle gefunden. Und es ist so direkt hier nebenan. Ja, das passt doch ganz gut. Und so, ah, wupp. Ja, neue Quest. Was ist das? Auftrag an Ritter Gerald von Riva mit der Brücke im Wappen. Okay. Gerald von Riva, im Namen unseres gnädigen Souveräns, ihrer allgnädigsten Herrin Anna Henrietta. Ah. Reisen wir in die nördliche Königreiche, um dir von unserer Mission zu berichten. Ein schreckliches Monster sucht das Herzogtum Toussaintheim. Alles klar. Haben wir das schon bekommen, den Auftrag? Den wollte ich noch gar nicht annehmen. Gesandte und Männer des Weins. Quest aktualisiert. Neue Quest, Siedlung der Steinschneider. Ja, das war die Quest. Sieh das Anschlag brennt Wählens an. Triff dich im Hohlweg mit dem Ritter von Toussaint. Na gut, soweit sind wir ja noch nicht. Soweit sind wir noch gar nicht und das wollte ich auch gar nicht aktivieren. Ich will das machen. Weil es hier direkt nebenan ist. Wie gesagt, ich denke mal Hearts of Stone und wie heißt? Jetzt fällt mir der Name nicht mein. Blood and Wine. Werden wir dann erst nach der Hauptquest machen, würde ich sagen. Lang lebe Raduvid. Ah, hier war noch der Schmied. Ah, der macht, glaube ich, ein Schwerter. So hier drin. Ah. Okay. Das fahren wir runter, Geralt. Ist ein bisschen dunkel hier. Wo zur Hölle sind wir? Ah, hier geht's lang. Geht's auch auf der anderen Seite lang. Ich glaube, hier müssen wir gar nicht hin. Wo zur Hölle sind wir? Auf jeden Fall sehr viele Weinfässer. Einfach mal so durch den Keller in irgendein Haus reingehen. Alles sehr interessant. Wir hätten den Besitzer einfach sagen sollen, hey, sie haben da ein riesengroßes Loch in ihrem Weinkeller. So, hier ist nichts. Okay, der Weg war umsonst. Und das Schema ist auch nicht hier, das ist sondern irgendwo anders. Ich glaube, ich bin ja des Öfteren schon mal runtergelaufen, als ich die Quest gemacht habe und habe hier nichts weiter gefunden. Schlüssel benötigt. Ich habe manchmal das Gefühl, bei allen Türen, wo man sagt, Schlüssel benötigt, findet man noch irgendwo einen Schlüssel, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher.
oben. Wie spät haben wir es eigentlich? Ah, noch ein paar Minütchen. Alter, bei dem Blut sah Geralt aber nichts, was auf dem Boden ist. Alles klar. Gerade so, das ist ein riesiger Blutfleck auf dem Boden. Da sage ich mal nichts dazu. Und hier auch. Blut überall. Da ist Blut. Auf dem Boden ist Blut. Ja, Geralt, oder? Ich sag einfach mal nichts dazu. Ach, Geralt, du machst mich fertig. Hab mich echt was hier. Ich habe das hier schon öfters mal gesehen, deswegen. Ich frag mich immer, was hier passiert ist. Ich frag mich, wo hier. Hä? Das verwirrt mich jedes Mal. Aufs Neue. Ich nicht weiß, wo ich hier lang gehen muss. Ich habe das Problem jedes Mal, wenn ich die Quest mache. Nee, im Haus ist es aber nicht. Ah, doch. Irgendwo hier. Hier komme ich nicht rein. Frage mich, ob es im Haus ist oder außerhalb des Hauses. Hier oben haben wir auch schon geschaut. Hier war eigentlich soweit auch nichts. Was ist dieses Schlafzimmer? Wo ich mir wirklich nicht erklären kann, was hier vorgefallen ist. Vielleicht will ich so gar nicht wissen. Streitlustig, wie? Hä? Er hat endlich seinen Meister gefunden. Irgendein Halsabschneider. Hat er gar nichts gemacht. Ein Hexer hat Junior gegeben, was er verdient hat. Schläger, so? Wer weiß. Das ist aber nicht erfreulich, finde ich. Wieso nicht? Diese Schatzsuche macht mich jedes Mal aufs Neue fertig. Wo zur Hölle ist es? Wo zur Hölle? Es tut mir leid, dass ich jetzt rumeiere. Aber ich vergesse es echt jedes Mal. Jedes Mal suche ich mich hier zu Tode. Du willst es nicht anders. Wirst du. Oh. Und ich glaube, jedes Mal passiert mir das. Alter. Autsch. Du hast Geld verloren. Ich frage mich eigentlich, wie viel. Wo ist denn Geralt? Na komm. Wie viel Geld ziehen die mir eigentlich ab? Oh, doch schon ganz schön viel. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich will schon laden. Ich lade einfach mal. Ich will nicht die Hälfte meines Gelds verlieren. Das sehe ich nicht ein, einfach nur, weil ich mal mir die Kisten anschauen wollte. Und ich werde diese Hose, ey. Jedes Mal, wenn ich diese Quest mache. Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht. Okay, jetzt hören wir doch mal die ganze Vorlaberei. Das muss ich mir jedes Mal antun. Aufgenommen und gesund pflegen lassen. Obwohl das nicht das Richtige ist im Moment. Weitergezogen. Das war irgendwie das Falsche. Das mit dem Baron hatten wir ja schon gemacht. Ich find's doof, dass man diese Einblendung am Anfang immer nicht überspringen kann. Ich hoffe, ich habe jetzt auch den richtigen Spielstand geladen. Aber eigentlich schon. Ich hoffe, ihr findet das Schema jetzt noch. Wenn nicht, war es ja einfach ein Cut zum nächsten Part. Und dann werden wir es auf jeden Fall finden. So, ja, hier sind wir. Zurück. Aber im Haus habe ich es ja nicht gefunden. Soll ich mal irgendwas aktivieren oder was weiß ich? Oder ist es doch ein Keller? Hier hätte ich ja auch schon gesucht. Really? Ah.
manchmal ist es doch einfacher als gedacht. Aber ich war hier schon mal, deswegen... Ah. Alles klar. Damit ist das auch erledigt. Gut, abgeschlossen. Sehr schön. So, dann noch zum Ende des Parts ein kleines Brustpflaster hier. So, was ist das? Jetzt kann ich, ob man da irgendwie drüber springen kann. Oder irgendetwas ist, ob man da irgendwas rausfindet. Diese Blutfischflecken hier, die machen mir schon Sorgen. Ja, man kann sogar dahinter. Geralt hat sich festgebackt. Aber hier ist einfach rein gar nichts. Einfach nur noch mehr Blut. Eigentlich würde mir dann sowas wie eine Leiche oder so erwarten. Ich frage mich, ob man eigentlich rauskommt. Verschlossen. So, zack, aber wir kommen auch leicht wieder raus. Alter, hab ich gerade voll vor der Wäsche erschrocken. Spiel, mach mich nicht fertig. Ich frage mich echt, was hier in dem Haus passiert ist. So, die Fackel können wir wieder wegstecken. Aber wir können uns auch hier einfach hinstellen. Bis an die Geralt-Fackel weg. Und als nächste Quest machen wir einfach weiter mit den Schatzsuchen, würde ich sagen. Wir haben noch ein paar offen. Ein paar. Und die werden wir einfach ein bisschen machen. Und vielleicht finden wir trotzdem noch irgendwo eine bessere Rüstung, die wir verwenden können. Ich glaube, erstens Gellige dann, weil jetzt ist alles nur verbessert. Und ich glaube, die legendär verbesserten sind jetzt schon die, die wir eigentlich bräuchten. Oder was haben wir gerade für eine... an? Ja, verbesserte Legendäre. Das ist im Prinzip das, was wir gerade anhaben. Aber gut, trotzdem. Dann gehe ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, Leute. Bis dahin, macht's gut und ciao.